Hallo und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play und zwar Mittelerde Mordor Schatten, die Game of the Year Edition. Es kommt ja in ein paar Monaten Mittelerde Schatten des Krieges, also der Nachfolger von diesem Spiel raus. Und ich werde den mir auch holen und ich denke auch Videos dazu machen. Aber wir spielen jetzt erstmal dieses Spiel. So, wir starten auch direkt ein neues Spiel. Wir spielen Story Mode, es gibt auch noch hier Meisterjäger. Und eben verschiedene andere Sachen, die man eben durch die DLCs kriegt. Es gibt auch verschiedene Skins. Ich habe hier den ganz normalen Talion-Skin. Die macht der Schatten-Skin. Meisterjäger. Der helle Herrscher. Keine Ahnung, wer es ist. Hauptmann der Wache. Und der dunkle Waldläufer. Und ich denke, ich werde den hier nehmen, nämlich der sieht irgendwie am nicesten aus, finde ich. Aber ich will gar nicht lange um den heißen Brei reden, sondern direkt mit der Story beginnen. Ashnask Gimbatul. Im Lande Mordor, wo die Schatten drohen. Hier geschah es, an den Hängen des Schicksalsberges, dass der dunkle Herrscher Sauron von einem Bündnis aus Elben und Menschen besiegt wurde. Hier geschah es auch, dass die Waldläufer Gondors 2500 Jahre Wache standen. Wache gegen ein namenloses Übel, das sie bereits vergessen hatten. Und als die Stärke Gondors verblasste, erwachte die Macht Saurons in der Dunkelheit. Er ist nach Mordor zurückgekehrt. Schatten und Flammen halten das schwarze Tor umschlungen. Und kein Sterblicher kann sich ihnen widersetzen. Ioret! Das war ein perfekter Schlag, um ein Huhn zu töten. Ich will dir nur nicht wehtun. Du musst dich schon mehr anstrengen. Dir, Hael, der mächtige Hühnerschreck. Komm schon. Komm schon. Zeig mir, was du drauf hast. Huh? Und damit beginnt wohl das Tutorial. Du musst schon härter zuschlagen, um deinen Vater zu bezwingen. Ähnlich wie das Batman Arkham Kampfsystem. Mit drei Blockmann. Vergiss nicht zu blocken. Oder habe ich verkackt? Bleib wachsam, dir Hey. Dein Feind ist nicht immer was er zu sein scheint. Viereck. So ein Kombosystem. Ruhig, Blutsohn. Noch bist du kein Soldat. Ich schwätz mich auf! Wir heilen! Mir geht's gut! Kampfsystem geht recht locker von der Hand. Ich glaube, wie bereits gesagt, so ein wenig wie das Batman-Kampfsystem. Das habe ich jetzt gemacht. Aber ich schaffe, ich kann die auch greifen. So schubsen. Greifen und werfen? Ah, hier.
Hör mit dir ins Feuer. Du Noob. Ich glaube, wir kämpfen einfach so gegen die. Der ist im Feuer gestorben. So, jetzt sitzen wir so. Ich dachte kurz, unser Sohn tritt uns. Diese Orks sind wilder als alle, die wir jemals sahen. Das sind keine Orks, das sind Uruks. Sie sind gefährlicher und es sind zu viele. Geh zu deiner Mutter. Geh zu deiner Mutter und beschütze sie. Ich bin direkt hinter dir. Geh. Bin ich tot? Der Tod hat dich verstoßen. Und da sind wir auch schon wieder in der Vergangenheit. Das Spiel ist aus dem Jahre 2014, also die Grafik ist jetzt nicht mehr ganz so extrem. Tanz am Strand. Alles Liebe zum Hochzeitstag. Talion, die sind wunderschön. Wo hast du die her? Ich habe da noch ein paar Freunde in Gondor. Hast du meinen Vater gesprochen? Das habe ich. Und es hat sich nichts geändert. Er ist nach wie vor stur. Lass uns dennoch fortgehen. Dir, Hael, wird das nicht gefallen. Es muss ein besseres Leben geben als dieses. Jetzt nicht. Aber bald. Ich habe es so satt, mich hier zu verstecken, Talion. Wenn wir uns nicht verstecken, sind wir beide tot. Komm mit. Wir hätten gehen sollen, als wir die Gelegenheit hatten. Bleib hier. Ich bahne uns einen Weg. Sie sind in der Überzahl. Schleichen ist meine einzige Hoffnung. So, den holen wir schön weg. Das Spiel wurde recht oft vergleicht mit Assassin's Creed vom Schleichen her und vom Kampfstil her wie die Batman Arkham-Reihe. Beide Spiele, die ich schon gespielt habe, beziehungsweise einige. Steck dein Schwert weg, Waldläufer. Zusammen sein, Geliebter. Bald. Für immer.
Sieh dich ruhig um. Mordor. Glaubst du mir jetzt, Waldläufer? Was ist mit mir geschehen? Der Tod hat dich verstoßen. Hilflos treibst du zwischen dem Licht und der Dunkelheit. Ein Fluch verbindet uns im Innern der Menelandos. Falls du die Wahrheit sagst, wie können wir diesen Fluch brechen? Wir finden den, der uns verflucht hat. Die schwarze Hand Saurons. Damit nochmal herzlich willkommen zurück zu Mittelerde Mordor Schatten. Das kommt mir bekannt vor. Talion tötete einen Adligen, Ioret. Sein Leben gehört jetzt Gondor. Vater, wenn du meinen Geliebten auslieferst, werde ich aussagen, Askon in Notwehr getötet zu haben. Dann werden wir beide unser Leben für Gondor opfern. Erneuern. Schnellreise freigeschaltet. Das Erneuern von Schmiedetürmen schaltet die Erinnerungen des Geistes frei. Ja, eben, man schaltet dadurch die Aufträge frei und zusätzlich Mirian zu erhalten, eben dieses M, womit man sich aufskillen kann. Ja, so eine Art Skillpunkte. Kann man so einen am Narchost übersehen, hä? Den Fehler kann ich beheben. Kriegen wir auch direkt eine unserer ersten Fähigkeiten. Zwar Pfeil und Bogen. Wir legen da einen Shot. Hier keine Elben Geschosse mehr. Die schwarze Hand wollte sie an. Also wir alle zusammen. Noch ein bisschen in die Steuerung reinkommen. Weil solche Spiele mache ich vom Kampfsystem eigentlich extrem gerne. Komm, ist nur noch der eine hier. Komm her, Junge. Ich spiele doch recht brutal. Und ja. Greifen und um zu verhören. Was weißt du über die schwarze Hand Saurons? Er ist ein Dämon. Aus dem Nichts geschaffen. Was noch? Ich hatte einen Sklaven. Der schwört, er hat ihn bekämpft. Hab ihn verkauft. Für ein Fass voll Grob. An Gimub, den Sklaventreiber. Und es gibt verschiedene Leute. Eben in einem Gebiet gibt es eine bestimmte Armee von Hauptmännern und quasi hochrangigen Soldaten. Sieht man auch Hauptmänner, dass man eben die Identität von ihnen herausfinden muss. Indem man einfach auf die drauf geht. Nehmen wir auch direkt ein. Gimub
der Sklaventreiber. Ich kann Namen nicht aussprechen, wie ihr wisst, und da es noch Namen aus Herr der Ringe sind, beziehungsweise aus dem Universum, wird es noch schwieriger. Sieht man auch. Adeliger, ne, altgedienter Hauptmann. Macht 4. Die Macht sagt eben aus, wie stark der ist und was für Belohnungen man kriegt, wenn man ihn besiegt. Sieht auch immer, wo er ist. Und man kann auch seine Schwächen auch mit der Zeit sehen. Dann soll das unser Ziel sein. Wenn man einem Ork trauen kann. Es geht nicht um seine Worte. Seine Gedanken sind es, die nicht lügen. Da sehen wir auch. Wir haben natürlich unseren Skin an, in den Zwischensequenzen haben wir den nicht. Die goldene Symbole sind die Haupt... setzen die Haupthandlung fort. Rote, die sind eben um das Ansehen bzw. die Macht von deinen Gegnern zu erhöhen, sie gegeneinander auszuspielen quasi oder sie zu töten. Und die weißen, die sind eben quasi Belohnungen, Herausforderungen, die man machen kann, um eben Verbesserungen sich freizuschalten. Es stehen zwei Hauptaufgaben zur Verfügung. Der Sklaventreiber rette die Menschen von in Mordor und finde die schwarzen Hauptmänner. Oder der Geist von Mordor erfahre mehr über die Gemeinschaft der Uruks, um Saurons Armee aus dem Inneren heraus zu zerstören. Ich werde mich aber erstmal um den Sklaventreiber kümmern. Das machen wir noch in dem Part. Die Welt hat sich verändert. Ja. Nichts ergibt mehr Sinn. Es hat sich nichts geändert. So wird es ewig bleiben. Zukunft und Vergangenheit. Sieht man auch, wenn sie uns erwischt haben, wenn sie nur aufmerksam werden. Sind durch Dunkelheit verbunden. Ja. Ich verstehe nicht, wieso ich hier bin. Und ich erinnere mich nicht. Lass uns den Sklaventreiber suchen. Vielleicht hat er Antworten. Zack. Ja, was ich gerade eben noch sagen wollte, das Spiel ist recht brutal, ist trotzdem ab 16. Und, oh. Von dem Viech sollten wir uns erstmal fernhalten. Die Dinger sind nämlich richtig mies. Gegen die haben wir noch keine Chance. Nicht im Entferntesten. Ich werde auch erstmal schnurstracks dorthin rennen. Die Entfernung wird im Fuß angegeben. Sind also keine Meter. Oh, Fähigkeitspreis schalten sich hier gerade. Ah, es gibt XP, mit denen man Fähigkeitspunkte kriegen kann und eben, ja, man kriegt eben, indem man die Machtkämpfe macht und so. Hier Hinrichtung, die beiden Sachen müssen wir drücken bei einer Trefferserie, um eben einen Instant zu töten. Das ist sehr hilfreich und das werde ich auch direkt nehmen. Es gibt eben hier verschiedenste Fähigkeiten, die allesamt hilfreich sind, die wir so schnell wie möglich freischalten sollten. Für einige müssen wir Hauptmissionen machen, für andere nicht. Was ich gerade gesehen habe noch. Hier Waffen und Runen. Man kann nämlich auch Runen in seine Schwerter einbauen, da ich die Dingens Edition habe, die Game of the Year Edition habe. Habe ich hier verschiedene Runen. Das klingt doch recht gut. Nämlich das hier. Wir haben ein Schwert, einen Bogen und ein Nachsehen. Und eben den Dolch, das an sich das zerbrochene Schwert unseres Sohnes ist. Aber ja. Nachsehen. Mun gegen Gift, das ist recht praktisch. Falls wir einen Gegner haben, der mit Gift kämpft. Ja. Was ist das hier? Ach, nichts Besonderes. Okay. Geht's auch direkt weiter. Wir können auch hier überall so Kraut finden, damit können wir uns heilen. Aber wir kriegen auch Erfahrungspunkte, wenn wir es mitnehmen. Sind da auch welche? Die können die auch anlocken. Die Orks, die erschrecken auch immer kurz, bevor sie uns angreifen. Kann ich das vielleicht auch mal mit der Trefferserie zeigen, die ich auf 8 habe.
Zack. Richtig neben finishen. Und weg mit dem. Wir können ja auch diese Leute hier finden. Indem die Informationen haben. Kann ich den nehmen? Ja. Und mit denen können wir Informationen sammeln. Und hier sind nochmal alle Sachen. Hier haben wir bereits ein paar. Ganz oben den Anführer, aber wir müssen jetzt erstmal hier welche herausfinden. Und ich nehme mal den hier. Es gibt auch ein Nemesis-System, die... Also wenn einer von denen uns besiegt und uns wieder sieht, reagiert er auch darauf. Man sieht ja auch, die haben alle Stärken und Schwächen. Zum Beispiel, der gerät in Wut, wenn er verletzt wird. Aber ist anfällig für Todesstöße. Ja. Der wächst. Und gleich Kopf runter. Das sah schmerzhaft aus. Wir müssen auch hier direkt mit einem Orks anlegen. Wir haben noch nicht so viel Leben. Der ist auch weg. Was kommen denn so viele auf einmal? Lass mich in Ruhe. Geht weg. Bitte aufpassen, am Anfang sind wir noch nicht so stark, wie bereits gesagt. Ich bin ja gut in solchen Spielen an und für sich. Noch einer weniger. Okay, dieses Kampfsystem. Die Trefferkriterie endet übrigens, wenn wir einmal daneben schlagen. Ich hoffe, das waren jetzt gleich mal alle. Sollte mal abhauen, nämlich da kommen immer mehr. Der Auftrag starten war hier irgendwo. Und ich bin weg. Lass mich in Ruhe. Den ersten Part mache ich mal ein bisschen länger. Nun, das sieht nicht gut aus. Verstehst du nicht? Der Gefangene hat für Ablenkung gesorgt. Warum folgst du den Uruk mit deinem menschlichen Auge? Ich sehe mehr als jeder Sterbliche. Da haben wir ihn auch. Töte den Hauptmann der Orks. Schlag der Schlange den Kopf ab und der Rest ihres Körpers verkümmert. Schützen. Ich muss ihre wachenden Augen schließen. So sind wir in der Geisterwelt. Das ist so ein bisschen das Adlerauge. Da ist einer. Gesehen. Gehen wir hier ins Gebüsch rein. Man kann auch einige anlocken. Wie gesagt, das Schleichsystem ist ein bisschen wie in Assassin's Creed. Ich habe einen Sklaven um Gnade winseln hören. Der hat um sein Leben gefleht. Wenn noch einer abhaut, gehen uns die Pfähle aus. Und? Der ist weg. Irgendwann später im Spiel können wir die auch übernehmen. Das ist recht praktisch. Mal nachsehen, wo sind denn hier noch Bogenschützen? Hier ist einer. Da war doch ein Geräusch. Warte kurz. Es geht weiter, Junge. Wir haben hier kurz eine Zeitlupe. Oh nein, stirb bitte. Das kannst du jetzt nicht richtig. Hab ich mir wohl nur eingebildet. Sogar von zwei Pfeilen getroffen, meinst du? Hat sich nur eingebildet. Suchen jetzt auch schon nach mir. Er steht da gerade so blöd. Oh. Und wir wurden entdeckt. Wie was gesagt ist, extrem lang her, seitdem ich mal wieder ein Stealth-Spiel gespielt habe. Und ja, merkt man leider auch.
Runter mit dir. Können wir uns hier direkt ins Gebüsch, im Gebüsch verstecken? Nein. Das heißt, endet wohl wieder in einem fetten Kampf. Haben wir jetzt gemacht. Und da ist der Boss. Eine Schande, dass ich dich töten muss. Du wärst ein guter Sklave. Holt euch seinen Kopf! Auf den wollte ich eigentlich gar nicht gehen, aber auch okay. Dass wir hier mal auf den Bogenschützen gehen. Oh, der hat mich gegriffen. Den Boss kann ich nicht instant killen, aber eben Schaden machen. Da wurde ich getroffen. Schade um die schöne Combo. Jetzt der Boss. Zack. Er wehrt sich noch. Und da ist er down. Und wir kriegen dann solche Runen. Die können wir dann benutzen, um unsere Rüstung und so zu upgraden. Wir haben noch einen Fähigkeitspunkt. Der Angriff von oben, der ist recht praktisch. Den nehme ich auch direkt. Attribute gibt es auch. Das ist bereits, wie bereits gesagt, wo wir mit diesen Punkten unsere Sachen noch upgraden können, wie Runenplätze für den Dolch, mehr Fokus, was hier, mehr Elbengeschosse, quasi die Geschosse, die wir schießen. Und mehr Gesundheit. Hier sind noch solche Aufträge. Du bist also vor 10 Jahren nicht gestorben. Hier, um mich für Hochverrat zu verhaften. Hauptmann, wir sind die letzten Überbleibsel der Garnison, Hirgon. Warum bist du dann hier? Ich suche einen Sklaven, der die schwarze Hand Saurons bekämpft hat. Du meinst wohl vor ihm davongerannt. Du kennst diesen Mann? Oh ja. Du stehst vor ihm. Wo sind die Diener des dunklen Herrschers? Weißt du es überhaupt? Vielleicht. Wir haben keine Zeit für Geheimnisse. Ich sitze seit Wochen hier fest. Ruhig, Blut. Komm mit mir in unser Lager. Und ich frage meine Späher. Ich werde da sein. Gollum. Es ist bloß ein Ork. Nein. Es ist jemand, der gesehen werden will. Wir sollten vorsichtig sein. Gollum sollte man nie vertrauen. Aber das war's auch dann mit der Mission. Wir sind verloren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Fotomodus. Ah, cool. Aber das ist recht unnötig. Ich würde mal sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und tschüss und bis zum nächsten Mal. Eine weitere Folge von Mittelerde Mordor Schatten. Und tschüss.